Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von meiner Road to Glory des WM-Modus. In der letzten Folge, da war ich am Ende ziemlich frustriert, noch ziemlich enttäuscht, denn ich bin ja leider ausgeschieden im Halbfinale des Online-WM-Turniers. Aber wie ihr seht, ich stehe wieder im Halbfinale. Ich habe mich jetzt einfach nochmal durchgespielt, ohne das Ganze aufzuzeichnen, weil ich dann jetzt hier schön anknüpfen kann, daran, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Aber ich hoffe doch, diesmal ein bisschen erfolgreicher. Bevor wir reingehen in das Halbfinale, möchte ich euch zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Denn ich habe ein bisschen umgestellt, denn ich habe ja noch das letzte Mal mit der Leih-Ikone Maradona gespielt. Aber der hatte nur noch 2 Spiele, jetzt nach dem Halbfinale, was ich verloren habe. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee. Durchspielen wieder bis Halbfinale und dann bringe ich ihn auch wieder. Das heißt, ich habe umgestellt und Maradona war schon relativ wichtig, grundsätzlich, wie ich es vorher gespielt hatte, denn ich hatte ja einen Südamerika-Sturm, hatte hier dann auf dem linken Flügel Salvio, ich war irgendwie Salvini, hatte ich kurz gedacht, aber das hat dann nicht mehr funktioniert und dementsprechend habe ich dann jetzt hier einen europäischen Block oder sogar einen deutschen Block eingebaut mit Younes Meier und dann auch Emre Can, den ich das letzte Mal dann gezogen habe. Ziehen ist auch noch eine gute Idee, bevor ich nämlich jetzt hier anfange, mein Team nochmal erneut umzustellen. Ich habe dann nämlich auch die Sets nicht aufgemacht, die ich von den Spielen bekommen habe und auch von Überstehen der Gruppenphase. Und somit haben wir jetzt hier direkt am Anfang mal ein paar Sets, die ich aufmachen kann. Und ich würde sagen, damit fangen wir damit an, weil die andere Option ist, das ziehe ich jetzt auch kurz vor, mal zu schauen, ich komme aus irgendeinem Grund wieder gerade alles erklärt, keine Ahnung, was das für ein Bug ist, mal zu schauen, dass ich diese Easy Icon SPC mir mal anschaue. Ist das die hier? Hol dir mit diesem Icon-Spieler Geschichte ins Team. Ich glaube, das ist die, ne? Die ist nämlich gar nicht so schwer. Ich wollte jetzt mal gucken, wie schwer sie ist. Zumindest war sie beim Capture-Event relativ einfach. Okay, 79er Gesamtwertung und 50er Chemie. Ich glaube, ich habe immer noch nicht so viele Spieler. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Sets aufmachen und dann werde ich vielleicht diese Easy Icon, also so hieß sie übrigens beim Capture-Event, Easy Icon SPC, hier heißt sie dann irgendwie Landes-Icon, keine Ahnung. Wir machen jetzt hier die Sets auf, das sind 7 Einzelspieler-Sets und dann nochmal ein Premium-Set. Und vielleicht haben wir ja Glück und ich ziehe gute Spieler, die ich einbauen kann. Und es geht gut los, nämlich mit einem Board. Okay, in dem Modus ist jetzt ein Board erstmal noch nicht so was Besonderes. Boah, vielleicht Godin sogar. Nee, Jimenez. Und der ist auch nicht schlecht. 70 Tempo, 84 Defensive, 81 Physis. Das ist gut. Ich dachte natürlich jetzt ganz kurz bei Uruguay. Das könnte jetzt richtig abgehen. Ich habe keine Ahnung, warum du mir das gerade alles wieder erzählst. Ich spiele es gerade nicht zum ersten Mal. Verstehe ich nicht, warum ich das jetzt wieder alles gerade angezeigt bekomme. Wir machen weiter. Und es ist wieder ein Board. Als wir das letzte Mal... Portugal. ZM, da gibt es einige. Und es ist in dem Fall André Gomes, der jetzt nicht so herausragend aussieht. Aber ist in Ordnung. Kann ich vielleicht auch sogar irgendwie gebrauchen. Also lässt sich auf jeden Fall... Das Ding ist ja, mein Team ist jetzt einfach noch nicht so stark. Da lässt sich auf jeden Fall was machen. Das nächste Board. Ich bin überrascht, das letzte Mal, als wir diese Sets aufgemacht haben beim Capture-Event, waren die nicht so stark. Das ist wieder Portugal. RM... Quaresma? Nein, es ist Gelson. Wie heißt er? Also es ist Martins, aber ist es Gelson? Der ist sehr schnell, aber nicht so viel schießen, was ich nicht ganz so geil mag. Gelson. Okay. Fügen wir auch hinzu. Machen wir eins mal der hinteren auf. Zumindest immer hier schön die Boards. Das ist auch hier der Fall. Spanien ZTV. Martinez, der sieht mit 73 Tempo, 82 Defensive und 79 Physis auch nicht so verkehrt aus. Das Problem ist, er ist relativ klein, ne? 1,82, das ist für einen Innenverteidiger sehr, sehr klein. Aber vielleicht werde ich ihn sogar spielen. Muss ich mal checken. Ich weiß nämlich gerade nicht, wer neben Cabasele der andere Innenverteidiger ist. Okay, hier mal so, wie man es vielleicht auch fast mehr erwartet. Kein Board. Uiuiui, Segura. Über den möchte ich gar nicht sprechen. War der jetzt aus Panama? Ich glaube schon. Weiter geht's, das vorletzte Einzelspieler-Set. Sehr schön. Was haben wir hier? Nochmal Uruguay-Innenverteidiger. Und ohne Witz, also ich verstehe es irgendwie nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe wirklich, ich habe noch nicht so viele Spieler. Ich habe 30, 40 Spieler. Wieso bekomme ich jetzt hier so viele Duplikate eigentlich schon? Das verstehe ich, ehrlich. Es gibt so viele von den...
von den Spielern einfach an sich, die ich noch nicht habe. Komisch. Ich werde jetzt mal gucken. Die drei, ich glaube, jetzt habe ich drei oder vier Duplikate. Die werde ich jetzt vielleicht dann auch bei der Easy Icon SBC oder Landes Icon SBC eintauschen. Plattenhardt! Nicht schlecht. So, und jetzt nochmal das dicke Set, das Premium Set, na? Wenn es hier jetzt nicht knallt, dann weiß ich auch nicht. Das ist immer ein Premium Set. Sehr schön. Zwei Flares. Kroatien, LM Perisic wäre natürlich jetzt fett, aber ich. Boah, Perisic ist richtig gut. Ich wollte sagen, das ist jetzt hundertprozentig Piazza, den ich schon habe. Nein, es ist Perisic. 85. Sehr, sehr geil. Ist nur die Frage, wie ich das jetzt mache. Dann auch noch Demirbay, Peralta und So. Und dann auch noch Martinez als Duplikat. Ich glaube, damit habe ich jetzt genug, um die Easy Icon SBC zu machen. Und dieses St. Petersburg Stadion, das verfolgt mich auch. Aber vielleicht, also ich denke nicht, dass ich schon so viele andere Stadien habe. Dann werden wir jetzt mal ganz kurz noch einmal die Einstiegssache hier abschließen, weil die sollte ich jetzt inzwischen hinbekommen. Das war hier ein verzweifelter Versuch. Ich sehe, oder mir ist danach aufgefallen, dass ihr gar nicht seht, wie viel Chemie ich habe jetzt hier, aber das ist gerade 4 und ich brauche 17. Und jetzt können wir mal schauen, ob wir vielleicht hier was hinzaubern können. Ich brauche drei Nationalitäten genau. Das ist natürlich auch interessant. Wenn ich jetzt mal einfach schaue, Konföderation, machen wir mal Afrika weiter. Habe ich keinen, aber ich gucke mal nach Mittelfeldspielern. Habe ich auch keinen. Okay, das ist nicht so gut. Aber. Dann gucken wir mal hier. Ich habe ja jetzt hier schon eine Vielzahl von Spielern. Wow, ich habe echt viele. Der ist aus Panama, ne? Ne, Costa Rica. Gut, einmal die Unkenntnis bewiesen. Ach, das sind gar nicht alles LMs. Ich dachte eigentlich, das wären alles LMs. Aber war nicht der Fall. Okay, dann sind nämlich nicht mehr ganz so viele. Ich guck mal ganz kurz, was jetzt hier passiert, wenn ich den Piazza da eintausche und dann einen weiteren Spieler, ZOM aus der. Ja, gut, aber Demirbay. Ja, doch, der ist viel zu langsam. Das haut auch von der Chemie nicht hin. Das heißt, wir machen das jetzt mal hier anders. Das sind aber auch jetzt wirklich knifflige SPCs, wenn man jetzt nicht direkt seine Top-Spieler da draufhauen möchte. Ich habe nur einen Stürmer aus Europa. Ist voll komisch. Ich habe voll viele afrikanische Stürmer, aber keinen afrikanischen Mittelfeldspieler. Soll ich es jetzt noch mal? Wie mache ich das denn am klügsten? Wie gesagt, ich will natürlich jetzt hier nicht Spieler drauf. Ich habe auch nur einen RM. Und nur zwei RFs. Ah ne, ich habe doch ihn auch als RF. Den habe ich probiert, als ZM auch reinzubauen. Also ich guck mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier einfach mal mit Europa zu Ende bauen würde, ob das. Also das müsste ja funktionieren. Und dann gucke ich, überlege ich, ob es das jetzt wert ist. So, das haut jetzt natürlich von den Nationalitäten nicht hin. Das habe ich richtig clever gemacht. Ich könnte jetzt hier Yunus reinmachen. Und Yunus wäre eigentlich auch eine Idee, weil ich habe jetzt Perisic. So, das wird jetzt hinhauen. Jetzt habe ich 34 Chemie. Was bekomme ich dafür jetzt? Ein Premium-Set. Ja, komm. Was kostet die Welt? Das war jetzt voll unnötig, aber gut. Und ich bekomme ja sogar wahrscheinlich noch eine Gruppenbelohnung. Sehr gut. Was ist dahinter noch ein Zwei-Spieler-Set mit zwei 81-Plus-Spielern? Das machen wir jetzt auch noch fix. Holen wir kurz die Duplikate ab, natürlich. Und danach machen wir noch die Easy-Icon-SPC, wenn ich mich jetzt nicht vertue, dass ich die gerade nicht so gut hinbekomme. Aber ich werde vorher mal mein Duplicate-Storage abchecken, welche Spieler ich da vorzugsweise einbaue. Brasilien, ZDM. Wenn das jetzt Fernandinho ist, dann falle ich vom Glauben ab. Casemiro! Fett, Alter! Geht ja richtig ab. Die brasilianischen ZDMs. Die kommen hier richtig rein, wenn das Fernandinho gewesen wäre. Krass. Und noch hier Jonathan Tah. Sehr starker Innenverteidiger. Na gut, eigentlich ehrlich gesagt nicht, aber er ist schnell. Und dementsprechend mega. Das war jetzt schon ein starkes Set. Und dann machen wir noch das Premium-Set auf. Pow, nur eine Flair. Das ist natürlich jetzt nicht so berauschend. Aber die kann richtig abgehen. Spanischer ZM. Saul. Saul ist ein schöner Allrounder. Solche Leute spiele ich sehr gerne im ZM. Von daher eine schöne Karte.
Dann dazu noch Mendy, das ist ein guter Linksverteidiger. Linksverteidiger, finde ich, sind sehr, sehr schön zu bekommen. Rafa mit 93 Tempo. Und Gomez, der ist aus Panama. Ha, jetzt habe ich ihn erkannt. Und dann noch, natürlich, ein Duplikat. Es macht Sinn, aber vielleicht reagiere ich auch nur sehr empfindlich drauf. Und eigentlich ist das voll normal, dass man hier ein Duplikat spielt nach dem anderen, nachdem man ungefähr 3, 4 Sets aufgemacht hat, also größere Sets. Weiß ich nicht. Wir machen jetzt, also ich check mal ganz kurz, wie es mit den Duplikaten jetzt hier aussieht. So, also Meier, ich kann hier, also Thompson, die drei aus Europa und Jimenez. Ich hab Coutinho. Coutinho habe ich auch doppelt gezogen. Das hab ich schon gar nicht mehr in Erinnerung. Wie abgefahren. Ich hätte eben Coutinho auch eintauschen können bei der einen SBC. Okay, aber die werden wir dann... Nee. Die werde ich dann jetzt auch eintauschen. Wobei ein Coutinho, glaube ich, macht mehr Sinn, wenn ich den später mal bei einer wiederholbaren SBC einbaue, ne? Also hier bei der Icon Upgrade. Nee, wir machen das aber jetzt erstmal hier. So, und dann gucken wir mal ganz kurz nach Europa und holen uns die Duplikate ab. Das war Martinez und das war Meier und dann noch Thompson, der ganz am Ende sein wird. Na, nicht ganz. Und dann hatten wir hier jetzt noch Jimenez, den ich auch mit reinnehme. Okay. Dann machen wir das mal so. Dann müssen wir das mal irgendwie so arrangieren, dass wir möglichst viel Chemie bekommen. Wie ich das jetzt hier so aufbaue. So, ich brauche ja nicht meine Spiele. Doch, ich brauche eine Teamgesamtwertung von 79. Okay. Kann sein, dass ich die jetzt doch noch nicht hinbekomme, so wirklich gut. Wir schauen mal. Mal sehen, wer jetzt hier dran glauben muss. Wir machen mal hier meinen Gips rein. Puh, Mayada. Das ist halt die Frage. Eigentlich sollte ich, glaube ich, jetzt eher erst mein Team umbauen, aber Mayada spiele ich nicht. Der hat nur 73. Wir machen mal hier wieder die aktuelle Position, damit das nicht immer so verrückt ist. Ja klar, habe ich nicht. Dann machen wir mal hier weiter. Ekdal. Ekdal werde ich auch nicht spielen. Stürmer sind jetzt nicht ganz so nice bei mir, ne? Aber gut, dann hau ich da die afrikanischen Stürmer rein. Und ich habe Chemie, haut das schon hin, aber vielleicht nicht von der Teamwertung. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, wie niedrig ich hier angesetzt habe. Ich könnte jetzt echt Coutinho da drauf knallen. Ich guck mal ganz kurz, wie das jetzt hier Chemie von der Wertung her aussieht. Wenn ich zum Beispiel auch Hoa jetzt hier reinmache. 77! Ja. Ich glaube, ihn muss ich am besten dann mal rausmachen. Und... Boah, die haben aber echt richtig krass schlechte Schießenwerte, die beiden. Rafa und Piazza. Rafa hat einen riesen Vorteil. Ich guck mal ganz kurz, was der für Sterne hat. Let's go. Dich werde ich nicht ablegen erstmal hier an dieser Stelle, sondern eher mal gucken, ob ich den Piazza hier wegmache. So. 79. Ja. Ich hab jetzt 59 Chemie, das heißt, ich kenne jetzt auch irgendjemand. Die beiden, die ergänzen sich natürlich schon sehr gut, aber. Ihn will ich. 78 immer noch. Ihr seht das immer noch nicht. 78 haben wir jetzt. Ich brauche noch einen Punkt. Habe ich da sonst noch irgendeinen, den ich jetzt hier. Komm, das reicht doch dann, oder? Jetzt habe ich nur noch 51 Chemie. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz beim Torhüter. Da habe ich schon da noch. Er ist ernsthaft meine Nummer 1, ne? 73. Er ist halt wirklich meine Nummer 1. Okay. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Wie machen wir das jetzt am besten? Wen kann ich hier am ehesten einfach mal weggeben? Der Großteil ist echt Stammspieler bei mir. Er sieht jetzt auch nicht so gut aus, aber er hat auch nur 78.
Puh. Also das Problem sind halt wirklich die beiden hier, der Torhüter und der Rechtsverteidiger. Die sind beide deutlich zu niedrig bewertet. Jetzt ist die Frage, wenn ich natürlich jetzt hier irgendeinen anderen Spieler reinmache, dann reicht das von. Wir können ja mal checken, wie viel ich noch von Bewertungen brauche. Das reicht immer noch nicht. Das reicht auch immer noch nicht. Okay, wir müssen das anscheinend anders machen. Ach Mann, ey, ich. Ich hätte das Ganze vorbereiten sollen, dann blamier ich mich nicht so, dass ich wieder so knauserig bin. Aber ihr müsst das verstehen. Ich brauche vielleicht jetzt ja auch einfach Spieler, die will ich ja nicht eintauschen. Aber ich bekomme es jetzt gerade einfach nicht so clever hin. Ich bekomme es vielleicht hin, wenn ich jetzt Plattenhardt reinmache. Nee, bekomme ich nicht, weil ich. Wobei, Plattenhardt hat aus irgendeiner. Achso, wegen LRV. Und er ist sogar ein bisschen besser. Aber ist Plattenhardt einer, den ich spielen würde? Jetzt habe ich Mandy, von daher würde ich auch Plattenhardt nicht spielen, ne? Eher nicht. Und dadurch habe ich wieder eins dazu gewonnen. Jetzt noch die Frage, bekomme ich jetzt. Habe ich noch ein LM? Deutschland? Ich hatte Younes. Der hätte jetzt hier gut gepasst. Scheiße. Younes wäre jetzt sehr, sehr gut. Achtundsiebzig habe ich jetzt. Das ist. Ich check jetzt mal ganz kurz, wie viel ich noch brauche. Beziehungsweise. Wie viel habe ich denn jetzt? Habe ich 53 Chemie, nur dass ihr es wisst. Meine Güte, ich muss. Ich mache es mir vielleicht einfacher, indem ich hier wirklich Coutinho reinknalle, aber. Wenn ich hier Coutinho nehmen würde, das wird schon das Ganze ein bisschen erleichtern. Mal sehen, was habe ich denn für RVs? Das wird jetzt reichen von der Wertung, wie ihr seht. Aber, ja klar, nicht von der Chemie. Und ich habe einfach keine RMs. Okay. Hey, ihr habt mir ein bisschen zugeschaut, wie ich probiere, diese SPC zu machen, aber ich bekomme sie gerade nicht hin. Hab ich das Set hier schon aufgemacht? Ja, ne? Dann. Ich kann jetzt. Ich bin so kurz davor, aber ihr versteht das ja hoffentlich, dass ich da jetzt nicht irgendwie Spieler reinhauen möchte, die ich spielen möchte, oder? Wobei es wäre jetzt schon echt praktisch, jetzt auch eine Icon noch zusätzlich zu bekommen. Ich bin ja schon echt ein bisschen doof. Ich hätte auch einfach den auf der rechten Flügelposition einbauen können. Mache ich das jetzt? Ja, oder? Ja, ich werde den Rafa eh nicht spielen. Also die beiden, die tun mir jetzt gerade ein bisschen weh, habe ich das Gefühl, aber. Nun gut, ich glaube, so ein Icon in der Startelf zu haben, das bringt ein bisschen mehr. Und von daher checken wir jetzt mal ab, was ich da für ein Icon noch raushole. Und dann bauen wir uns das neue Team und dann spielen wir das Halbfinale. Und jetzt einfach mal lacken. Ich habe mir den Icons jetzt beim Capture-Event auch Pech gehabt. Ich habe, keine Ahnung, viermal Klose gezogen. Wenn jetzt Klose kommt, wenn jetzt Deutschland kommt und es ist nicht Matthäus, dann weine ich. Portugal, das ist Deco. Deco, oder? Oder Rui Costa? Das ist Rui Costa. Rui Costa mit 90, das ist schon eine ziemlich starke Karte. Das ist schon eine sehr, sehr starke Karte. Das ist gut. Ist natürlich jetzt, ein Ronaldinho wäre geil gewesen. Es gibt viele andere, die mir natürlich auch noch besser gewesen wären. Aber bei Rui Costa bin ich nicht unzufrieden. Den. So, da müssen wir jetzt überlegen, was wir jetzt hier Cooles machen. Das ist natürlich mega geil, dass ich jetzt Rui Costa bekomme und vorher die ganzen Portugiesen jetzt rausnehme. Wie bekommen wir das jetzt hier gut hin? Am besten eigentlich eine Formation, die zwei ZOMs hat. Dann kann ich nämlich Maradona und auch Rui Costa spielen. Ich kann ja mal gucken, ob ich ein 4. Ah, wobei, ich kann auch einfach ein 4-2-3-1 machen. Ist auch eine Möglichkeit. Bekomme ich zwar Coutinho nicht rein. Aber. Ich habe ja auch noch.
Gibt viele Möglichkeiten. Wir machen das jetzt mal so. Ich glaube, ich mache es nämlich mit den beiden Brasilianern. Nämlich mit Casemiro und Rui Costa, mit Fernandinho. Und ja, nee, jetzt lass mich doch mal in Ruhe mit den Erklärungen hier. Casemiro rein. Schon sehr stark. Cedric hat echt, wäre echt gut gewesen, muss ich sagen. Cedric wäre. Aber gut, dafür habe ich jetzt Rui Costa. So. Und jetzt ist die Frage, wie ich das jetzt hier noch weiterhin gut löse. Weil ich glaube, ein Coutinho, boah, wenn ich den jetzt auf RS ändere, nee, wenn ich jetzt Coutinho auf RS ändere, dann kommt er auf 6 Chemie oder sowas. Habe ich eine Karte? Ja, ich werde sicherlich eine Karte haben. Weil die sind ja aus dem normalen Ultimate Team. So, und dann kommt er auf 6 Chemie, das ist richtig. Das geht eigentlich, dann könnte ich ihn so starten lassen. Habe ich einen europäischen Außenverteidiger? Das war so klar. Ich habe auch Cedric gespielt, fällt mir gerade auf. Das wusste ich gar nicht. Mir war gar nicht bewusst, dass ich Cedric spiele. Wunderbar. Er ist richtig hängen geblieben bei mir, der Typ. Gut. Dann. Ich glaube, ich werde. Aber ich werde Fonte nicht spielen. Dafür werde ich nämlich jetzt Martinez spielen. Den habe ich aber nicht. Ich muss sie jetzt erstmal wieder auch reinholen, merke ich gerade, aus meinem Duplicate Storage. So, den kann ich nämlich jetzt. Was? Ach, den habe ich gar nicht eingetauscht. Ja, moin. In den Verein. Und dann auch Martinez. So. Dauert jetzt ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist ja auch Teil von so einer ETG. So live Team bauen jetzt hier. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber es ist jetzt nicht komplett spontan, dass ich das jetzt hier mache. Ist nur die Frage, wie ich das jetzt richtig geschickt mache. Habe ich eigentlich einen besseren Torhüter als ihn? Nein, habe ich immer noch nicht. Gut. Das wäre mal gut gewesen. Ich kann das ja so machen. Und ist jetzt nicht die Paradelösung. Ich komme jetzt auf 88 Chemie. Ihn kriege ich ja noch auf 6. Habe ich noch eine andere Möglichkeit, außer ihnen jetzt eine Positionsveränderung zu geben? Habe ich einen richtig schönen Stürmer? Nö, ich habe einfach auch wirklich keinen Stürmer mehr. Gut, alles klar. Dann machen wir das jetzt mal, zumindest das. Oder? Oder gibt es noch ein 4-3-2-1? So spiele ich Perisic auch nicht. Ich könnte auch auf ein 4-3-2-1 gehen. Coutinho und Oliveira und Perisic links. Oder auf ein 4-3-3. 4-3-3. Ich guck mal ganz kurz, wie das aussieht. Mit einem ZOM. Und dann machen wir das mal so. 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 Also da könnt ihr mir gerne Feedback geben, wie ihr das jetzt findet, dass ich das jetzt so mache. Also sozusagen so langsam nach und nach das Team aufbauen. Aber ich fände es irgendwie auch langweilig, wenn ich einfach jetzt schon sagen würde, so sieht das Team jetzt aus, sondern dass ich das jetzt hier live mache und einfach meine, dass ihr mit dabei seid. Ist das jetzt großartig besser? Was ist denn er für ein Typ? Okay, ja. Ich könnte jetzt hier noch gucken, ob ich Giménez spiele, aber ich glaube, das bringt jetzt auch nicht so viel. Wobei, wir machen das mal ganz kurz. Wahrscheinlich würdet ihr es besser finden, wenn ihr jetzt hier auch sehen würdet, wie sich das chemietechnisch auswirkt. So, wenn ich jetzt noch einen südamerikanischen Trainer reinmache, Sampaoli, dann habe ich jetzt 89, das ist jetzt auch echt nicht so sonderlich herausragend. Das lahmt hier so ein bisschen, ist halt krass, wie wenig
Chemie Rui Costa hat. So ist es ein bisschen ausgeglichener zwischen den beiden. Und er hat halt echt wenig. Kriege ich den noch irgendwie auf mehr? Ich glaube, ich spiele jetzt einfach. Ich könnte theoretisch, aber es ist auch nicht so geil. Okay. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendwelche Granaten gerade nicht hier berücksichtigt? Ah, warte. Ich könnte einen Strongly zwischen Saul und Martinez machen, aber da müsste ich halt eine der Icons rausnehmen. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Geschichte. Aber ich habe auf jeden Fall inzwischen eine schönere Auswahl an Spielern. Mandy könnte ich auf jeden Fall auch starten lassen. Oder? Yo, definitiv. Und was krass, dass der nur 6 Chemie hat, oder? Das ist echt wirklich gut. Er ist ja auch ZDM und nicht ZM. Gut, das ist halt einer der. Aber die Positionskarten möchte ich jetzt nicht anwenden. Aber ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal so spielen. Und wie werde ich das Ingame spielen? Ich bin viel zu offensiv. Haha. Ich bin Horst. Ich mache das jetzt. Ihr hasst mich gerade, wenn ich das jetzt nochmal alles umstelle. Okay. Das Spiel hasst mich auch, wenn ich das jetzt nochmal umstelle. Die haben jetzt gesagt, jetzt, Junge, jetzt spiel das Team einfach. Aber wie habe ich das eben gerade nochmal gehabt davor? 4-2-2-2. Genau, das mache ich jetzt auch einfach. Weiß nicht, ob mich der Disconnect jetzt irgendwie warnen sollte, aber führt ja jetzt kein Weg dran vorbei. Dann müssen wir spielen. Ach, guck mal. Das ist ja praktisch. Das war jetzt mega praktisch, weil so spare ich mir die ganze Umbauarbeit. Ha! Sensationell. Komm, das machen wir jetzt mal so. Jetzt habe ich 91 Chemie. Guck mal, wenn ich jetzt ihm noch hier die Positionsveränderungskarte gebe, dann geht das chemietechnisch aber richtig ab. Und zapp! Und jetzt noch die Fitnesskarte drauf, nochmal kurz checken. Boah, das mit dem Torhüter ist echt ein bisschen bitter, muss man sagen, wie es ausschaut. Perisic natürlich rein. Martinez, Saul, Mandy müssen wir noch wechseln. Kabasele muss ich noch wechseln. Das ist tricky, dass ich das jetzt hier wieder alles nochmal neu machen muss. Aber gut. Ich glaube, ich spiele eher Tah als Martinez, muss ich sagen. Und damit sind wir jetzt hier auch. Bringt das noch irgendwas? Nö, dann lasse ich das auch einfach so. Perisic kommt hier rein für Fonte und Martinez für Dufour. Ja. Und damit haben wir jetzt hier das Team gefunden. Das ging aber ruckzuck. Und hier werden wir nochmal ganz kurz die Werte ein bisschen anpassen. Spielanweisung. Okay. Dann gehen. Ne, warte, nochmal einmal kurz abbrechen. Sorry, das war ein kleiner Test. Ich mache nämlich noch die. Wobei, ich kann die auch Einzelfitnesskarten nehmen, weil die. Ich habe irgendwie fast nur neue Spieler drin. Mein halbes Team ist quasi neu. Krass. Oder mehr sogar. So, welche sind jetzt hier. Ja gut, die sind alle wertlos. So, und jetzt noch Oliveira. Und dann geht es jetzt rein ins Halbfinale. Wow, ich zeichne doch nicht schon so lange auf. Krass. Das hat das jetzt echt ein bisschen lange gedauert, aber gut. Also die Aufzeichnung läuft jetzt schon knapp 30 Minuten. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange ich gebraucht habe, um anzufangen. Aber dann ist das eine etwas längere Folge. Da auch kurz der Einschub.
Ich habe das Feedback bekommen, dass jemand hat geschrieben, ob es denn möglich wäre, das Ganze zu cutten. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich würde das, je nachdem, was ich quasi in der Folge mache, abhängig davon machen. Und er ist natürlich ein mega Tryhard, der einfach auch noch schön nicht Fitnesskarten, sondern Trainingskarten angewendet hat. Einfach auf den Stürmern und auf den Außenverteidigern. Das Team an sich ist natürlich, fällt mir auch gerade auf, noch ziemlich gut. Okay, das wird interessant. Vielleicht kann ich demnächst wieder mich durchspielen bis ins Halbfinale. Was ich sagen wollte, ich wollte jetzt erstmal den ersten, im besten Fall WM-Sieg, mal gespielt haben. Und dann quasi kann man sich ja nicht mal überlegen, was ich vielleicht anderes mache. So, wir machen das jetzt. Wen spiele ich eigentlich jetzt im Sturm und hast du nicht gesehen? Und auf dem Flügel und. Puh, gute Frage. Ich glaube, also Maradona muss da vorne rein. Und Oliveira, ja gut. Ich glaube, er ist jetzt nicht der Schnellste. Aber Maradona muss vorne rein. Ich kann ihn auch auf dem Flügel spielen, aber weiß nicht. Ich probiere es mal. Probieren. Wobei. Wir machen das lieber so. So. Spielen wir Coutinho auf dem Flügel. Ich könnte auch ein schönes 4-2-3-1 mit dem Spiel spielen. Mit der Formation spielen. Das ist eigentlich das Beste. Das ist die beste Idee. So, ich habe jetzt gerade relativ viel Ultimate Team in den letzten Tagen gespielt. Also, ich spiele gerade die Weekend League. Warum nimmt er den Pass nicht? Ich hoffe, die Umstellung ist jetzt nicht zu krass. Schön, ja. Kann man weiterlegen. Das ist schon bedeutend langsamer. Stimmt schon. Schon, oh, krass. Costa mit seinem Debüt-Tor. Nice. 1 zu 0. Ein bisschen hart gelackt, muss ich ganz klar sagen. Sieht man vielleicht jetzt hier. Ich bleib hängen. Und dann kann ich ganz ekelhaft weiterlegen. Und damit dann sehr einfaches 1 zu 0 schießen. Also rausgespielt ist was anderes. Ich werde mit dem Team sicherlich auch mal 4-2-3-1 probieren, weil eigentlich so wie die Spieler sind, ist 4-2-3-1 besser für dieses Team. Ich habe zwei schöne defensive Spieler mit Fernandinho und Casemiro. Und ist halt jetzt heftig. Der mit seinen Boostkarten drauf und ich mit meinem 78er Torhüter. Aber Nordfeld macht das bis jetzt richtig gut. Er braucht halt einfach nur Ewigkeit, um aufzustehen. Auch krass. Guck mal, jetzt können wir hier schicken. Uiuiui. Sehr schön von Fernandinho. Der hat sich ein bisschen verspekuliert. Uiuiui. Rui Costa braucht auch echt lange. Druck voll drauf. Heel to heel. Und dann sind wir ab da. Und dann schieben wir den lässig rein. Och, das war. Ich habe in die falsche Ecke geschossen. Mein Fehler. Und das ist richtig dumm, weil das Team ist ja echt gut von ihm. Und gegen solche Leute will man dann eigentlich die sicheren Tore mitnehmen. Ja, moin. Die sicheren Tore mitnehmen. Sehr gut, das war wichtig. Aber mir hat es gefallen, dass er den Heel-to-Heel gerade so schlecht verteidigt hat. Weil damit mache ich mir Chancen, dass das häufiger passieren wird. Dass ich hier gut durchkomme. War ein Versuch wert, finde ich. Ich glaube, ich sollte nur nicht flach schießen. So, die Eckenschützen habe ich nicht gemacht. Fernandinho. Wir machen die mit Maradona. Boah, 96 Freistoßgenauigkeit. Das ist natürlich krass. Abgelenkt und jetzt. Pum! Wow, starke Parade von De Gea. Wobei der Ball auch einfach nur auf dem kurzen Pfosten war. Ach komm, wir machen den Coutinho auch. Komm, Georg, komm, komm, komm. Elva? Ja. Das ist unglücklich für ihn. Hat sich Casemiro ziemlich geschickt eingehakt. Oliveira macht das nicht. Auch Maradona. Und damit steht es jetzt hier 2 zu 0. War natürlich jetzt auch unglücklich für ihn, dass es über den Elfmeter läuft. Aber ich denke, dass er sogar auch aktiv getackelt hat. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ich kenne die Situation manchmal da. Macht man einen Foul, obwohl man eigentlich auch gar nichts drückt. Aber kann passieren. So, dann müssen wir hier. Überläuft das schön mit Rose. Aber wir
kommen dazwischen oder keine Ahnung. Nordfeld macht eine Faustparade in die Luft, der Ball geht drüber und die Situation ist zumindest jetzt hier an dieser Stelle geklärt. Mal sehen, aber diesmal hat er den Heel-to-Heel besser verteidigt. Warum? Weil er sich nicht direkt davor gestellt hat. Aber ich glaube, ich komme noch häufiger in diese Heel-to-Heel-Situation, weil er ein bisschen ungeduldig irgendwie verteidigt. Können wir das schnell machen? Können wir schnell machen. Ja, also es spielt sich echt super langsam im Vergleich zu Ultimate Team. Komm mal, der nächste Heel-to-Heel-Situation. Aber diesmal verteidigt er halt gar nicht mit Piqué. Schade, hätte ich das früher gerafft, dann hätte ich da keinen Heel-to-Heel angesetzt. Oder vielleicht zum anderen Zeitpunkt. Ja, moin. Aber Nordfeld, wie ein Fels in der Brandung. Sicher. Machen wir nächsten Heel-to-Heel, aber ich komme immer wieder in diese geilen Heel-to-Heel-Spots. Immer im 1 gegen 1 gegen den Verteidiger. Okay. Mal irgendwie noch rankommen. Puh, das war gut. Das war ein schöner Schritt von Mandy. Mal sehen, mein lieber Freund. Geht er raus? Anscheinend nicht. Er stellt um. Die werde ich noch tauschen. Und den lassen wir mal so. Gegner mit taktischen Anpassungen. Wenn wir mal schauen können, vielleicht ob er auch die Formation ändert. Ich denke, dass für ihn schon wichtig wäre, eigentlich ins Finale zu kommen, weil wenn man hier Trainingskarten und so weiter anwendet, dann scheint man vielleicht schon eher ein bisschen verzweifelt zu sein. Aber interessant dann auch einfach, dass er die auf den Stürmer und auf die Außenverteidiger macht. Also auf den Stürmer finde ich absolut nachvollziehbar, aber Außenverteidiger jetzt nicht zwingend die Position, die ich als erstes boosten würde. Das war übrigens eine automatisches Wegschlagen des Balles, das ist schade. Aber hier müssen wir jetzt mal drauf, aber er macht da technische Fehler. Einfach nach der Ballannahme so zu schießen, ist nicht sonderlich erfolgsversprechend. Da kannst du auch Boostkarten angewendet haben bis zum Umfallen. Die Bälle werden häufig zu ungenau sein. Schlecht. Oh, das Oliveira durch. Fand ich nicht schlecht, die Schuster schon in Stand, aber danach hat es irgendwie alles zu lange gedauert. Hallo, danke, leider nicht bekommen. Und Nordfeld beruhigt das Spiel wieder hier. Sieht gut aus, dass ich ins Finale komme. Komm, komm, komm. Boah. Hui, das war knapp. Etwas ungünstig getimte Abseitsfalle. Kommt trotzdem nicht durch. Sehr gut, also Nordfeld macht ein gutes Spiel. Ich gerade aber nicht. Wow. Schade. War ein schwerer Abschluss. Langsam wird es Zeit fürs 3:0. Aber es gibt, glaube ich, den Halbzeitpfiff. Weiter dranbleiben, weiter drücken. Das 3:0 hätte schon, eigentlich, das hätte ich schon machen müssen. Ich habe ein bisschen zu wenig aus den guten Situationen gemacht. Aber ich habe ein gutes Gefühl für das Spiel. Komme einfach viel zu häufig eigentlich in die richtig gefährlichen Situationen. Aber der Gegner braucht ein bisschen.
So, weiter geht's. Wir müssen jetzt definitiv gleich mal das 3 zu 0 machen. Das war schon lange überfällig. Fast mit dem Abpraller. Wow. Krass, wie der Oliveira da hochsteigt. Steht genau richtig. Super guter Kopfball. Kann der Torhüter dann aus der Distanz nichts machen und auch einfach unglaublich schwer zu verteidigen, weil Oliveira sich super gut hingestellt hat. Kenne den, muss ich auch ganz kurz gestehen, ich kenne ihn gar nicht. Etwas optimistisch über so eine Distanz, wenn da zwei Spieler nämlich im Weg stehen. Und jetzt den Gegner nicht rankommen lassen, aber da ist es soweit. Das war jetzt so schlecht verteidigt auch wieder. Ja, wenn man hier einfach konsequenter spielt und verteidigt und generell dran bleibt, dann vermeidet man so einen unnötigen Gegentreffer. Warum ist er gefallen? Ganz doofer Pass im Mittelfeld, einfach in die gegnerische Mittelfeldspieler hinein. Das ist natürlich jetzt auch ein Abschluss. Aus einer Position, da wird schwer. Coutinho. Boom, Maradona dreht jetzt aber auf. Sehr schöner Treffer. Sehr, sehr schöner Treffer. Schöne Kombination. Und dann auf seinem starken Linken. Schwere Position, aber guter Abschluss. Und somit direkt wieder die Motivation hier beim Gegner genommen, noch was reißen zu wollen. Der geht jetzt hier durch. Das hat er gut, richtig schön rausgedreht. Aber wenn er da, dann muss er einfach ein bisschen geduldiger bleiben und dann noch den Abschluss ein bisschen besser vorbereiten. Aber er hat sich super gut intelligent rausgedreht. Hat er gut zugelaufen. Also der Gegner hat auf jeden Fall gute Aktionen, gute Ideen. Macht irgendwie an anderen Stellen zu viele Fehler. Aber grundsätzlich weiß er auch, was los ist. Jetzt müssen wir aufpassen. Frühzeitig zum Innenverteidiger zurückgewechselt hier zu Giménez, um da einfach noch ein paar Meter Vorsprung zu haben. Die Bälle. Da muss ich früher R1 drücken, glaube ich, damit der Spieler kurz kommt. Nehme ich mal ab. Spielchen geht an die Füße. Und Rui Costa nicht ganz so viel zu sehen, finde ich. Also irgendwie werden alle Spieler auffälliger. Aber ist auch nicht seine Position, das ist auch, denke ich, klar. Schade, ich wollte eigentlich ein Roulette machen anstatt dem Reverse Step Over. Ich glaube, der Roulette hätte auch gut funktioniert. Schöner Berber. Sogar für den Gegner. Krass. Das ist echt. Das finde ich so krass an FIFA, dass er den Ball, der Hazard, automatisch anchippt, um über meinen Spieler, der im Passweg drinne steht, den Ball drüber zu spielen. Gegner schon auf Dreierkette, krass. Habe ich gar nicht gemerkt. Dann wird er jetzt noch mehr Risiko gehen. Ich kann ja auch mal wechseln. Coutinho ist nicht mehr ganz so frisch.
Und da ist ein Perisic echt eine gute Option hier auf dem Flügel. Salvio habe ich auch eine gute Option. Und für Fernandinho können wir dann auch hier in dem Fall Layún bringen. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen. 15 Minuten noch auf der Uhr. Zwei Tore sind schnell weg. Deswegen jetzt konzentriert, fokussiert das Ganze zu Ende spielen. Um jetzt hier nicht noch irgendwie in unangenehme Situationen zu kommen. Dass man hier auf einmal Angst hat, so ein Spiel noch wegzugeben. Ich habe keinen Foul. Hier vielleicht reinlegen. Aber die Ballannahme gelingt nicht ganz so dynamisch. Die Baller hat echt gute Spiele auf jeden Fall. Das war wichtig. War auch wichtig aus seiner Sicht. War ein gutes Foul. Nochmal unangenehm, aber das ist halt der große Vorteil, wenn man so einen etwas schnelleren Innenverteidiger hat. Hat der Tah die Lücke gut geschlossen. Ah, wunderbar. Schöner Schlusspunkt, ich denke, in diesem Spiel. Wobei, wir haben erst die 85. Aber ein schöner Schlenzer von Maradona. Sieht man aus der Perspektive jetzt nicht ganz so toll. Ich denke, damit ist der Deckel hier drauf. Und wir ziehen ins Finale ein. Nice. Kann ich ja schon mal so viel sagen. Das gibt es dann in der nächsten Folge. Wenn ihr den Kanal nicht kaputt macht, weil das euch zu lange gedauert hat mit den SBCs am Anfang. Oh, der Ball ist noch drin. Nice. Und das ist noch ein schöner öffnender Ball. Wollte ich jetzt drüber lupfen. Aber er hat leider nicht funktioniert. Naja, auf jeden Fall nächste Folge dann das Finale. SBC ist erstmal nicht mehr so schnell. Team bauen. Je nachdem, was ich jetzt hier noch am Ende ziehe. Das war jetzt natürlich ein krasser Pass. Nordfeld. Oh Mann, mit dem muss ich ins Finale, aber bis jetzt macht das gut. Außer ich ziehe jetzt einen besseren Torhüter aus Europa. Aber wie gesagt, in dem Spiel hat das jetzt gut funktioniert. Und wir ziehen ein ins Finale, Maradona mit 3 Toren. Und dann schauen wir mal, wen wir denn jetzt noch bekommen, vielleicht um das Team für das Finale auszurüsten, zu verbessern. Europäischer Torhüter wäre jetzt richtig nice. Aber ich glaube, wenn das jetzt einer ist, dann ist es keine Verbesserung. Es ist zumindest ein Portugiese RV. Pereira. Pereira ist echt jetzt eine gute Karte. Damit gibt es neue Möglichkeiten, mein Team zu gestalten. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Da gibt es nämlich das Finale. Ich werde schauen, ob ich Pereira irgendwie eingebaut bekomme mit Rui Costa. Gibt es da Möglichkeiten? Aber lasst euch überraschen, das werde ich dann einfach in der nächsten Folge auch wieder live machen. Ich bin ein bisschen voraus, das heißt, die 3. Folge ist jetzt noch nicht online gewesen, als ich die 4. hier aufgezeichnet habe. Und dann zeichne ich gleich auch noch die 5. auf. Und dann werde ich mal schauen, dass ich ein bisschen euch wieder einholen lasse. Das soll es dann aber von dieser Stelle gewesen sein. Schaut auch das nächste Mal rein, wenn es ans Finale geht, um die Weltmeisterschaft. Und ja, bis dahin haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.